Prinzli Liechtenstein Tattoo, so der Name von einer Militärmusikparade, die am 7. und 8. September 2012 an der Burgruine Schellenberg über die Bühne gehen soll. Die Idee zu dem alles hat der Pascal Seeger aus Vaduz gehabt. Wir haben ihn gerade hier vor Ort bei der Burgruine Schellenberg und fragen ihn, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, die Idee entstanden ist eigentlich nicht auf einem speziellen Zeitpunkt, sondern es ist mehr über die Zeit gewachsen. Ich habe mal die Idee gehabt, dass man etwas machen könnte mit einer Dudelsack-Band, mit einer Formation, die Dudelsack spielt. Haben wir da mal dazu erste Gedanken gemacht und so ist das all gewachsen. Ich habe ein Edinburgh Military Tattoo gesehen, habe vom Basel Tattoo Informationen bekommen, DVDs gesehen und so ist das Ganze entstanden, die Idee eigentlich entstanden, um sowas zu machen wie uns im Land. Hat dann noch überlegt, wo kann man sowas machen und da ist Burgruine Schellenberg eine gigantische Kulisse natürlich, um genau so eine Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Das große Vorbild ist der Royal Edinburgh Military Tattoo in Schottland. Jedes Jahr geht das Musikfestival über die Bühne. Bist du selber auch schon in Schottland gewesen und hast dir das Spektakel mit angeschaut? Also das Vorbild wahrscheinlich vor gär allen Tattoos ist das Edinburgh Military Tattoo. Es gibt schon seit 1950, also sie haben jetzt vor zwei Jahren 60. Jubiläum gehabt. Dort davon habe ich ein DVD bekommen, wo gigantisch ist. Also man hat eine riesige Inszenierung von Show und von den Formationen natürlich auch. Also es ist ein grosses Spektakel. Wie eng soll sich das Tattoo im Schellenberg anlehnen an dem Vorbild aus Edinburgh? Die Grundidee natürlich soll von dort übernommen werden. Die Grundidee sind fixe Bestandteile bei so einem Tattoo. Dort gehören dazu logischerweise Pipes and Drums, also Dudelsack-Formationen mit Trommeln. Dazu gehören noch Highland Spring Dancers, das sind schottische Tänze, die dargeboten werden in Gruppen. Und was sicher auch dazugekommen wird, ist ein Lonely Piper. Das ist ein einzelner Dudelsackspieler, der gegen Ende der Veranstaltung auf der Burg zinnen, das werden wir hier auch schön machen können mit dem Turm, ein Lied effektiv ganz allein spielt. Am 7. und 8. September soll das Ganze stattfinden. Wie sicher ist es, dass es so weit kommt? Also ich habe jetzt letzte Woche einen Termin beim Gemeinderat im Schellenberg und eine Zusage bekommen, was mich sehr freut. Da bin ich dankbar darum. Entsprechend geht es jetzt natürlich weiter in die weitere Umsetzung. Aufgrund von dieser Entscheidung vom Gemeinderat Schellenberg kann ich jetzt weitergehen, kann mich auf die Suche machen nach Sponsoren, nach entsprechenden Formationen. Dort bin ich zwar schon im Gespräch mit verschiedensten, aber finalisiert habe ich dort noch nicht und das ist jetzt das, was die nächsten Tage und Wochen auf mich zukommt und ich bin sehr gespannt, es ist eine interessante Aufgabe, das zu machen und ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass das zu klingen kommt.